Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, ich bin vor einigen Tagen gefragt worden, was das Urteil ist über Hypnose. Und man kann von mir nicht erwarten, dass ich jetzt jedes Detail über Hypnose heraussuche, sondern das, was ich mache, ist, ich suche, was Gelehrte darüber gesagt haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Fasaru ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute, die Wissen haben, wenn ihr selber nicht wisst. Wenn ihr selber nicht wisst, fragt Leute, die Wissen haben. Und da habe ich gesehen, dass beispielsweise Sheikh al-Albani sagt, dass das haram ist. Einer der großen Gelehrten des letzten Jahrhunderts. Lejna Udaima, Fatwa-Komitee aus Saudi-Arabien, was aus großen Gelehrten zusammengesetzt wird. Und wenn es dort um eine bestimmte Angelegenheit gibt von Sachen, die neu aufgetreten sind, suchen sie auch Experten, um wirklich zu schauen, ist das halal, ist das haram. Haben auch gesagt, dass das verboten ist, weil, und ihre Begründung ist, dass das mit dem Einsatz von Jinn zusammenhängt. Nun gibt es auch andere Fatwa, die findet man zum Beispiel auf Islamweb, wo es Leute gibt, die vielleicht mehr Wissen haben von dieser Angelegenheit, die sagen, dass das erlaubt ist, solange das nicht dazu führt, dass man zum Beispiel durch die Hypnose seine Pflichten vernachlässigt. Du bist jetzt so hypnotisiert, dass du zum Beispiel das Gebet verpasst, etc. Auf jeden Fall, das Ende vom Lied ist, der Prophet a.s. sagte, lass das, was in dir Zweifel weckt, für das, was in dir keinen Zweifel weckt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und der Prophet sagte auch, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman taqa shubuhati faqad istabra li dini wal ardi. Das, was halal ist, ist klar, das, was haram ist, ist klar. Und dazwischen gibt es Sachen, die mehrdeutig sind. Hier zum Beispiel haben wir große Gelehrte, die sagen, es ist verboten. Andere, die die Angelegenheit der Hypnose vielleicht besser kennen, die sagen, es ist erlaubt. Und es geht ja hier um eine Sache, wir haben ja keinen Vers im Koran, der sagt, Hypnose ist verboten. Sondern es geht hier darum, diese Angelegenheit zu studieren. Und man sagt, Al-Hukmu ala Shay far'un an tasawurihi. Das Urteil über eine Sache ist ein Zweig von seiner Wahrnehmung. Das heißt, jemand, der die Sache vielleicht besser studiert hat, kommt zu einem anderen Ergebnis. Aber der Hadith sagt, das, was halal ist, ist klar, das, was haram ist, ist klar. Und dazwischen gibt es mehrdeutige Sachen. Wer sich davon fernhält, der hat das Richtige getan. Für sich und seine Religion. Sinngemäße Übersetzung. Deswegen würde ich euch davon raten, insbesondere, weil die Effektivität von dieser Sache nicht bewiesen ist. Natürlich gibt es wieder Leute, die sagen, das ist das Beste, was es gibt. Ja, klar. Würde ich euch davon raten, würde ich euch davon abraten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.